Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier am Pferderennplatz zum heutigen, zur diese Wochenendausgabe. Wir haben ja Rennen gestern gehabt und am heutigen Sonntag. Und ich habe einen Gast hier, den ich ganz herzlich begrüßen möchte, Günther Nischler. Er ist auf der Meraner Pferderennplatz sozusagen aufgewachsen, war Pferdemitbesitzer und kennt sich gut aus. Herzlich willkommen, Günther. Danke für die Einladung, Hubert. Es stimmt, ich war Pferdemitbesitzer, aber inzwischen seit ohne Pferde. Aber die Begeisterung ist allem noch da für den Pferdesport und natürlich für die tolle Anlage, was wir in Südtirol haben oder speziell in Meran. Und wie gesagt, es ist allem irgendwie schön, wenn man das Wochenende auf dem Pferdeplatz verbringen kann. Also es ist immer sehr, sehr angenehme Atmosphäre. Ja, Günther. Wir schauen uns jetzt auch das Rennen von gestern an, das fünfte Rennen gestern, wo Mauritius gewonnen hat vom Eichner-Team. Und jetzt schauen wir uns dieses fünfte Rennen mal an. Ja, Sepp, herzliche Gratulation zu deinem heutigen Sieg mit Mauritius. Mauritius, ein Pferd, das sich an Meran gewöhnt hat, heute ein super Rennen gemacht hat, Sepp. Ja, Mauritius ist wirklich ein sehr, sehr gutes Pferd. Er hat bisher schon die zwei Rennen gewonnen, die Präparation und Vorbereitung gewonnen da in Meran, jetzt die Grupperennen gewonnen. Und wenn man denkt, auch Kings Rock ist ein sehr gutes Pferd. Und auch Zanini und springt wahnsinnig gut momentan und ist auch in Topform. Ja, Josef, nach den zwei Siegen in Pisa und hat er sich natürlich jetzt erholt und hier in Meran, glaube ich, dass er sich an Meran, an den Pferderennplatz hier gewöhnt hat. Ja, er hat wirklich hat sich an die Hürden da gewöhnt in Meran. Er springt nicht mehr zu hoch, er springt wirklich gut und Gott sei Dank ist alles gut aufgegangen. Ja, Sepp, wir sagen Dankeschön, Gratulation zum heutigen Sieg und alles Gute weiterhin. Dankeschön, danke. Ja, Günther, jetzt haben wir uns das fünfte Rennen angeschaut, wo Maurizio einen Sieg gemacht hat und vom Eichner-Team. Und Günther, du hast das Rennen auch angeschaut. Kannst du mir ein paar Worte zu diesem Rennen sagen? Sehr gern. Natürlich, das Rennen, die Favoriten. Wir haben gewusst, wer der Favorit ist, ja. Eichner-Team, ja. Das war ohne Diskussion. Aber wie es halt ist beim Rennen, man muss erst einmal ins Ziel kommen, also Favorit ist mal allem im Vorfeld, aber man muss das natürlich auch bis ins Ziel bringen. Es ist für den Scuderei Eichner, für den Rennstall Eichner, sehr gut gelaufen. Er hat den ersten, zweiten und vierten Platz gemacht. Ja, ganz genau. Und wie gesagt, kann man leicht gratulieren. Ist ein bisschen schade, weil wir haben zwar Spitzenpferde da gehabt, sei es gestern, sei es heute, aber es fällt ein bisschen Rahmen. Also das heißt, die Anzahl ist natürlich begrenzt. Wir haben nicht so viele gute Pferde am Start, wie wir gerne hätten. Und da müsste man in Zukunft sicher was ändern, dass auch ausländische Gäste kommen und das aufwerten, den ganzen Pferdeplatz. Natürlich, weil die ganze Meraner Galoppas sich das natürlich sich bemüht, schon seit Jahren sich bemüht und jetzt anscheinend da kurz vor dem Abkommen mit dem Land steht, dass das Land ganz beteiligt ist und das auch für die Meraner ein Zugewinn ist. Nicht? Wir haben ja nicht gleich einen Ferienplatz, wir haben die Gärten von Trautmannsdorf, wir haben die Thermen. Also man kann das sicher so vermarkten, dass da das ganze Paket. Ja, Günther, jetzt haben wir uns das Rennen angeschaut und jetzt schauen wir uns am Abend das Grillfest mit den Grillspezialitäten. Fisch gab es gestern Abend, schauen wir uns dieses auch einmal an. Massimo Torisi von Luis Franciacorta hier im Pferderennplatz Meran, seit eineinhalb Jahren Partner vom Ippodromo di Merano. Heute haben Sie eine Neuigkeit, Fisch essen. Grüße zu allen die Leute, die uns sehen jetzt, aber Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht perfekt, aber ich versuche zu erklären, was wir machen. Wir sind Franciacorta Weineproduktoren in Franciacorta. Und wir sind in Meran Pferderennplatz seit einem Jahr und ein halb, etwas wie das.
So, jeden Sonntag können wir unsere Speisen geben für die Leute, die hier kommen. Aber in besonderen Tagen, das heißt nicht alle Sonntag, aber viele, werden Sie viele Speise, typische Speise treffen. Das heißt, heute Abend haben wir unser Fisch. In Seosee ist ein kleiner See, nicht so weit wie Gardasee, aber es ist ein schöner See, klein neben Franciacorta Gebiet. So, heute Abend haben wir frische Fische vom Seosee zu probieren. So, jeden Sonntag können Sie hier kommen, unsere Konditorei probieren und Schaumeweine oder nicht Schaumeweine, das wir produzieren. Und wir sind hier für alle die Freunde, die hier kommen wollen. Ja, wir haben uns das Grillfest angeschaut am Abend. Sehr viele Leute, wobei ich sagen muss, es waren sehr viele Leute heute auch bei der Führung. Und jetzt schauen wir uns das zweite Rennen des heutigen Tages an, den Steeplechase von Roma. Und schauen wir, wie es gelaufen ist. Prossimi alla partenza. Pierre G per i colori Eichner tornano guardo vincendo il grande Steeplechase di Roma. Ja, wir haben uns den Steeplechase von Roma jetzt angeschaut. Heute war es das zweite Rennen mit dem großen Sieger Gab Berisch und natürlich auch Wyatt Wu, der den zweiten Platz gemacht hat. Günther, wie hast du das gesehen? Ja, natürlich die Überraschung war speziell Wyatt Wu von Rüssel Team. Wenn ich das recht in Erinnerung habe, das Rüssel-Team, wo es nur auf nach Ziel geraten entschieden worden ist. Genau. Ja. Und wie gesagt, die Rennen sind allem spannend. Und wie ich schon im Vorfeld gesagt habe, es ist leider schade, dass wir haben zwar Spitzenpferde da, aber es hält sich in Grenzen. Wir haben heute wieder fünf Pferde gehabt bei solchen wichtigen Rennen. Weil man reden da immerhin von einem Preisgeld von 50.000 Euro. Nicht? Und könnte man ein bisschen mehr an Start auch um. Ja, auf alle Fälle. Ja, Günther, danke. Aber jetzt schauen wir uns auch das fünfte Rennen noch an, das Steeplechase d'Europa. Das schauen wir uns jetzt mal an, Günther. Ja, gern. Also mal herzliche Gratulation zu diesem wunderschönen Sieg. Es ist natürlich ein schwieriges Rennen heute, das wissen wir alle, die Pferde. Aber Sie haben wunderbar gemacht, hat das Jan. Wie haben Sie das Pferd, die Vorbereitung gesehen? Wie haben Sie es heute beim Rennen gesehen? Die Arbeit, wir machen die Trainer drüber, die Pferde wirklich gut arbeiten. Und diese heute, die ist da alles Arbeit von dem Jockey Jan Waldeck. Okay, ja, gute Arbeit hat er gemacht. Also wir sagen Komplimente, alles Gute für die Zukunft und danke Jan, alles Gute auch ihm. Dankeschön, auf Wiedersehen. Ja, Günther, wir haben uns das Rennen jetzt angeschaut und wie gesagt, ein sehr, sehr spannendes Rennen. Einige Worte auch zu diesem Rennen, das Steeplechase d'Europa. Ja, das fünfte Rennen, also das Steeplechase von Europa. Ja. Super dotiert, 65.000 Euro. Ja. Sieger. Es war keine Überraschung, muss ich ganz ehrlich sein. Wir haben doch? Ja und nein. Also die Pferde von Dr. Czavac, Pferd von Eichner Rennstall, möchte ich sagen, auf gleichem Niveau. Ja. Sicher auf gleichem Niveau. Einer hat vielleicht der Dr. Czavac als First of All das Pferd vielleicht ein bisschen mehr drauf gehabt. Aber wie gesagt, es sind beide Pferde, könnte man vorstellen, werden einen großen Preis bestreiten am letzten Sonntag im September. Und sie werden sicher
zu den Favoriten kehren. Auf alle Fälle. In der Hoffnung, dass die Pferde gesund bleiben. Also das ist die Voraussetzung. Das kann man natürlich nicht im Vorfeld bestimmen. Aber ich sehe da wirklich. Und natürlich, wenn Estran, was wir wissen, die letzten drei Ausgaben, vier Ausgaben in der Zwischenzeit gewonnen hat, wenn der rechtzeitig in Form kommt, nachher. Da haben wir große Hoffnungen auf den großen sehr, Preis. Sehr, sehr spannend, ja. Der große Preis von Meran. Auf alle Fälle. Okay, Günther, ich habe mich gefreut, dich hier als Gast zu haben. Danke. Du bist einer, der wirklich den Pferderennplatz so kennt und auch die Pferde. Ich sage dir Dankeschön fürs Dasein. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Zeit immer wieder. Und ich darf dich vielleicht noch einmal anleiten. Dankeschön. Ich möchte aber jetzt den nächsten Renntag, der ist der Sonntag, 11. Juni. Ja. Auf den, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, möchten wir hinweisen und Sie dann wieder begrüßen. Für heute Abend sage ich Dankeschön, Wiederschauen. Wiederschauen. Martone. Abbigliamento ed accessori per uomo e donna. Amerano.